Tada! Ja Leute, wie soll's anders sein? Immer wenn ich aufnehme, auch letztens im Mail-Video. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es 20 Booster der Panini Mega Cracks der La Liga 16-17. Ihr kennt die Kärtchen. Heute 20 Booster mal am Start. Oioioi, auf jeder Seite 10, kein Battle, sondern ein ganz normales Unboxing. Ich fange an mit dem ersten Booster. Wenn ihr auch diese Kärtchen kaufen möchtet, diese Kärtchen, ich sag's immer wieder, gibt es jetzt in Deutschland. Ihr müsst nicht mehr nach Spanien oder so fahren und das haben wir geschafft. Was heißt wir? Ich sag's immer wieder. Ben Masterful, Top Trading Cards, Panini und meine Wenigkeit haben es geschafft, diese Booster in Deutschland erhältlich zu machen. Ist das nicht geil? Mega, mega krass. Mal gucken, was es als nächstes gibt. Serie A, die italienische Liga. Mal schauen. Mal schauen. Wir beginnen hier mit dem Keeper von Sevilla, Sergio Rico. Dani NG von Gijon. Erste Powerkarte, Mega Wookie. Die Powerkarten packen wir mal hier unten hin und die Basekarten da oben. Dani Ceballos. Casimiro von Real Madrid. Vidal. Barcelona natürlich. Und Varela. Hat der nicht mal bei... Okay, hat er nicht. Ich hätte gedacht, der hat irgendwo mal anders gespielt. Bundesliga, aber das war nicht Varela, sondern das war... Der hieß irgendwie fast genauso, oder? Keine Ahnung. Weiter geht's mit dem zweiten Booster. Und hier haben wir ein Logo, das Malaga-Logo, was ich glaube ich jetzt schon zum dritten Mal gezogen habe. Aber Powerkarte ist Powerkarte, packen wir hier unten hin. Dormisi von Betis. Nächste Powerkarte, Mega Wookie. Leute, drei Powerkarten in einem Booster. Oh mein Gott, drei Powerkarten in einem Booster. Meret und Peneranda und das Logo von Malaga. Zweimal Mega Wookie und ein Logo, das heißt 5 26er. 3. 2, 1. Das war der 526er, Leute. Abonnenten, die mich schon etwas länger abonniert haben, kennen ihn. Und die neuen haben ihn jetzt kennengelernt. DeMarcus von Bilbao und Savic von Atletico Madrid. Nächster Booster. Dani Ceballos von Betis. Was haben wir hier? Carpio von Alaves, der Trainer von Osasuna, Enrique Martin, Jaume Jaume von Valencia, Mega Wookie, Markel von Sociedad und zuletzt Victor Alvarez von RCD Espanyol Barcelona. Oh yeah. Und hier haben wir eine Mega Hero Karte, heute die erste von Lux von Deportivo La Coruña. Die erste. Dann Johnny von Malaga, Johnny, Xabi Prieto von Sociedad. Mega Wookie Sergio Rico von Bilbao. Nacho, den hatte ich noch nicht. Sehr cool. Und Kameni von Malaga. Seine Nationalität natürlich Kamerun. Und hat auch schon sehr viele Vereine auf dem Buckel. Beziehungsweise sehr viele Jahre. Der alte Mann da hinten in den, im Kasten von Malaga. Dann Marcelino Garcia von Villarreal. Rochina von Granada. Diop. Javi Varas, Pablo Hernandez und zu guter Letzt Fernando Navarro von Deportivo. Weiter geht's dann mit einer Mega-Hero-Karte von Kevin Gamairo, der französische Stürmer von Sevilla. Oh yeah. Fernando Parejo von Alaves. Oriol Herrera. Oriol Herrera. Risco von Eibar. Thomas von Atletico Madrid und dann haben wir hier noch Luis Suarez, den Beißer von Barcelona natürlich. Ist aktuell in meiner FIFA 16 Karriere verletzt, als kleine Nebeninfo. Also Leute, ich habe auch noch einen Gaming-Kanal, wo ich FIFA zocke. Wer den Kanal noch nicht kennt, kann unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich den Kanal immer verlinkt. Real Betis Musonda. Musonda. Trainer von Leganes, Azier Garitano. Trainer von Gijon, Abelardo Fernandez. Enzo Perez von Valencia, Ruben und Aduriz. Der große Stürmer bei Alba. Bilbao. Bei Athletic Bilbao. 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 Und ein Logo von Osasuna. Sehr cool.
Habe ich aber, glaube ich, schon. Und jetzt, Leute, wie soll es anders sein? Immer, wenn ich aufnehme, kommt die Post. Cut. Tada! Ja, Leute, wie soll es anders sein? Immer, wenn ich aufnehme, auch letztens im Mail-Video. Die Post kommt. Ich sehe es, Leute, weil ich hier gerade ausgucke aus meinem Fenster. Ich kann geradeaus runter gucken. Und zack, fährt die Post vorbei, hält an. Ja. Weiter geht's. Wo bin ich stehen geblieben? Beim 8. Booster. Beim 12. Keine Ahnung. Die Booster habe ich ja nicht mitgezählt. So. Ich bin runtergesprintet, Leute. Nauset von Osasuna. Santi Mina von Valencia. Bongonda, Mega Wookie. Noch ein Mega Wookie von Barcelona, Sergi Roberto. Iago Herrerin von Bilbao, der zweite Keeper, glaube ich. Und dann noch Lukas von Atletico Madrid. Oh, nice. Ich sehe schon was Geiles. Luis Enrique hatte ich, glaube ich, noch nicht doppelt. Jetzt habe ich ihn doppelt. Ich werde ja die spanischen Karten mit Ben tauschen, mit Ben Masterful. Dann wird es so ein Tauschvideo geben. Seid da mal gespannt. Garitano, den Trainer hatten wir eben schon mal. Canales. Ui, Konoplyanka, der ist jetzt bei Schalke, der kleine Lümmel. Hier noch bei Sevilla im Trikot. Ruben Pardo, na, stell scharf, nicht da hinten scharf stellen. Dankeschön. Und dann noch Mosquera von Deportivo. So, ich zähle mal ganz kurz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Und weiter geht es mit Mega Hero Iago Aspas. La Guardia Dia von Alaves. Marcelo. Uiuiui, die Karte hatte ich auch noch nicht. Sehr cool. Marcelo, was ist denn jetzt hier los mit dem Autofokus? Marcelo, wo hat er überall gespielt? Bei Fluminense und dann ab 2006 bei Real Madrid. Konstant viele Spiele gemacht. Außer das erste, ja. Ja klar, da musste noch quasi entdeckt werden, Marcelo. Ein richtig starker Mann in der Abwehr. Dann Ramos von Malaga, der Trainer. Radoja von Sporting Gijón müsste das sein. Nein, Celta Vigo. Sorry. Und dann noch Alex Bergantinos von Deportivo. Aber ich finde es cool, dass es hier so viele Powerkarten immer gibt. Mega Hero, schon wieder eine. Sergio Alvarez von, das ist Sporting Gijón. Genau, von Alaves. Lu Guardia, den hatten wir eben auch schon mal. Victor Sanchez von RCD. Kike Setién. Keine Ahnung, von Las Palmas der Trainer. Augusto Fernandes. Und zu guter Letzt haben wir quasi eine Duo-Karte. Ist aber keine Duo-Karte, sondern das ist Fabian von Real Betis. Betis, Betis, Thiago. Thiago, 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 Thiago. Reyes. Sergio Arsenio. Edgar. Pablo Fornals und José Luis Mendilibar. Mendilibar, Mendilibar von Eibar. Und ein Logo von Real Sociedad. Sehr geil. Ich finde den Glanzeffekt cool. Ich finde auch die Rückseiten cool. Hat man ein paar Fakten drauf, wann das Stadion gebaut wurde, wie viele Zuschauer reinpassen und so weiter und so fort. Timor von Leganes. Kulav von Sporting Gijón. Richtig. André Gomez. Sergio und Williams von Bilbao. Weiter geht's dann mit Joaquin. Mega Hero. Der ist auch vorne auf dem Booster drauf. Hier ist der kleine Lümmel. So, Powerkarten da unten. Am Ende zählen wir mal durch. Ihr könnt mal jetzt schon raten, wie viele Powerkarten wir insgesamt haben. Naranjo von Celta. Samu Castillejo von Villarreal, Escudero von Sevilla, Claudio Bravo spielt jetzt nicht mehr bei Barca, sondern bei, ja, wo, wisst ihr es, Leute, wisst ihr es? Richtig, in der englischen Liga, bei Pep Guardiola. Joaquin hier nochmal als Basekarte. Weiter geht's dann mit Ernesto Valverde, Unai Garcia, Mario Alcácer, Paco Alcácer, das ist der Stürmer, der zu Barcelona gegangen ist. Karim Benzema und wird wahrscheinlich kaum spielen. So gut wie gar nicht, kann man sagen. Upsala, ich habe hier eine Powerkarte in den Base-Kartenstapel gepackt.
Pablo Fornals schon zum zweiten Mal. Weiter geht's dann mit dem viertletzten Booster Real Sociedad Zorutuza. Fernando Llorente, das ist ebenfalls ein Kopfballmonster wie Anduris. Zachi Enrich von Eibar. Hernan Iraizos von Bilbao, das ist der Stammkeeper, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Felipe Luis, der brasilianische Außenverteidiger von Atletico Madrid. Und hier haben wir eine Powerkarte. Paco Alcacer, da ist er, von Valencia, hier noch im Diensten von Valencia, aber ist gewechselt zu Barcelona. Serantes, ja, wahrscheinlich deswegen, kann ich mir gut vorstellen, Riccio, weil wo soll er denn spielen? Messi, Neymar, Suarez ist doch da vorne eh gesetzt. Eusebio, Sacristán, was? Und Borges von Deportivo. Und das ist der vorletzte Booster, Leute. So schnell kann es gehen. 20 Booster, Pablo Hernández. Roberto, der Keeper von RCD Espanyol Barcelona. Mario, Javi Marquez, Roque und Zinedine Zidane. Habe ich jetzt, glaube ich, zum gefühlten vierten oder fünften Mal insgesamt gezogen. Und das ist der letzte Booster, Leute. Demnächst geht es natürlich weiter mit der Serie. Mit weiteren Unboxings, mit Battles und so weiter. Mega Hero, Ila Ramendi von Real Sociedad. Die Powerkarte kommt da unten. Und weiter geht's. Mit Nahuel. Nahuel von Real Betis. Dann Lucas Perez. Ein Kappa. Hugo Malo, das ist ein Außenverteidiger, den kenne ich noch. Woher kenne ich ihn? Richtig, aus FIFA, natürlich. Woher denn sonst? Munain von Bilbao. Und Leute, ich zähle jetzt durch. Was schätzt ihr? Wie viele Powerkarten sind das? 20 Booster, 20 Powerkarten oder mehr Powerkarten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nein, das sind keine Powerkarten. Lol. Ups, fail. Hatte ich die überhaupt schon erwähnt? Zionzi, Ter Stegen, Petros, Dos Santos und Keiko. Vielleicht waren das die Basekarten, wo ich die Tür geöffnet habe für die Post. So, jetzt nochmal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Powerkarten in 20 Boostern. Habe ich hier vielleicht noch eine Powerkarte hingelegt im Basekartenstapel? Nein, sieht nicht so aus. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos auf Abonnieren klicken, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssikowski.